Moin, moin und heidiho, ihr Lieben. Hier ist wieder eure Edna. Nein, eure Mathilde mit Harvey und Edna. Wir sind jetzt zu den anderen Verrückten gesperrt worden. Ja, und es ist nun mal ein textbasiertes Spiel mit viel zu lesen, viel zu hören. Und dann wollen wir uns doch hier mal die verschiedenen Insassen anschauen. Bisschen was haben wir über die ja schon erfahren. Ein Traum von einem Mann. Ob er wohl eine Freundin hat? Reden wir mal mit ihm. Hallo. Drogelbecher. Ist das dein Name? Drogelbecher. Darf ich da nicht rein? Drogelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Drogelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Können wir Drogelbecher benutzen? Dazu bin ich zu schüchtern. Oh. Gehen wir aber zum Alumann. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Jo, ich weiß. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Das weiß ich nicht. Was haben wir denn? Aus einem Topfverlies. Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Du warst lange Zeit eingesperrt, fürwahr. Dein Kismet ist wie ein durstiger Schwamm, der sich nun mit Freiheit vollsaugen will. Aber du bist noch nicht am Ziel. Halte durch, Edna. Die Tage deiner Frohen sind gezählt. Wow. Beeindruckende Rede, Alter. Was führt dich zu mir, Kind? Ich will raus. Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alumann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Schiefluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigem Schiefluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Okay. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune, die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Auf jeden Fall ist das ein günstiges Kostüm, wenn man mal was machen will. Man muss sich einfach nur in Alu einziehen. Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen.
Also ich finde die stark stromgenerierte Präkognition mit am besten. Was gefällt euch am besten? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halmer. Ja, ja. Aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Oh. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt. Der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hat er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben. Aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze. Oh nein. Okay. Sprechen wir über was anderes. Oh. Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Ich will aber raus. Sei einfach. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in dem Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ja, ein ja. Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Na gut. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Da hat jemand zu viel Esoterik konsumiert. Hey. Ach, da liegt der Hase im Pfeffer. Was? Wo liegt welcher Hase? Das Kabel, du Dummi. Es ist durchtrennt. Darum funktioniert das Telefon nicht mehr. Ach so. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer diesen Hasen in den Pfeffer gelegt hat. So viele mögliche Telefonnummern. Und so wenige Finger, um sie zu wählen. Vor allem noch ein Wählscheibentelefon. Wer von euch weiß noch, wie das funktioniert? Hallo? Kein Amt. Kein Wunder, der Hörer fehlt. Was haben wir hier für Bilder? So viel Ausdruck mit so wenigen Strichen. Ein Meisterwerk. Na gut, gehen wir mal weiter. Was haben wir noch so? Hier geht es ja noch eine Tür. Nur für Personal. Ein Plakat. Hier steht, Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Wir wissen, wo die Löffel sind. Dieses Plakat ist stumm. Malen wir mal an. Hehe. Sehr schön. Sie ist bis zur Tür gekommen. Aber jetzt hat sie ein Problem. Ich habe mal gehört, dass Pflanzen besser wachsen, wenn man ihnen was vorsingt. Oh oh. Bibidi-bi, bibidi-ba, bibidi-bubu. Skibidi bibidi bubidi bam bam dab dab du du du, yeah. Leider habe ich kein Maßband. Mich würde interessieren, ob ich Erfolg hatte. Hm. Auf jeden Fall wird sie verschönert. Es ist wichtig, dass wir hier alles markieren. Okay. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf.
Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Okay, das ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen vorgegriffen. Das Ding ist, den Wäschelift benutzen die Insassen, um hier von A nach B zu kommen. Dafür brauchen wir Kleiderbügel. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Oh, oh. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Toll. Ich gebe keine Informationen über Passagierepreis. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Aha. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Herr Mantel. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemalt. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Okay. Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwässer. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die drei genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm hier nicht mit diesem modernen Schnickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und... Und die dritte halt. Die nicht 1 oder 2 ist. Gut. Guten Tag. Die... Also wir müssen irgendwie an eine Fahrkarte rankommen, ich sehe es schon. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Jo. Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann hagelt's Arschgranate! Gut, reden wir mal mit dem Fahrgast. Okay. Gut, okay. Gehen wir erstmal weiter. Was haben wir denn hier? Oh, der Bienenmann. Ui, lecker. Hm? Lecker? Harvey, das ist nur eine Staffelei. Oh, so ein Ärger. Ich habe in der Kommandozeile Waffeleisen gelesen. Waffeln. Könnte Nein, man danke. Machen. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Yay, wir haben eine Schere. Mit der müssen wir reden. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Moment. Oh, da. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Was? Nimm den doch einfach. Es ist verlockend. Aber genau das macht das Kunstwerk aus. Oh. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde... Desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Edna und ihre verdammte Zuneigung zur Kunst. Wirklich. Na gut, reden wir mal mit dem Bienenmann. Hallo Bienenmann. Hallo Fremde.
Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Abgesehen von der Tatsache, dass er in einem Kostüm steht. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar, die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationen. Mir fallen nur die Simpsons ein. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Eieiei, un puro abroso. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire? Um die Modebranche zu boykottieren? Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen? Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Oh ja, aber Bienen sind wichtig. Bienen sind wichtig, denk daran. Und nicht nur die Honigbienen sind wichtig. Genauso wichtig sind unsere Wildbienen. Die sind fast noch wichtiger. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Oh, das wäre ja der Horror für Heinrich, ey. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Ich mach dann mal eine Fliege. Wir wollen uns ja jetzt erstmal nur umschauen, was es hier so gibt, ne? Eine Bar. Oh, Katze. Ist ja ganz düster hier. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit. Damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Um Gottes Willen, was für eine... Das ist so 80er. Na, du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann, ein selten hässlicher Name. So einem Namen würde ich mich umbringen. Ich hoffe, uns schaut kein Peter zu, der jetzt traurig wird. So schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Komm, Peter ist jetzt nun echt nicht so schlimm. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Oh, da hat jemand Peters Problem.
keine Ahnung, also wie es ja schon in dem ein oder anderen Conan-Video durchgedrungen ist, ich bin ein großer Fan vom Känguru. Und auch Quality Land ist ziemlich cool. Also Peters Problem, dass man irgendwas geliefert bekommt, was man gar nicht haben möchte, aber das System sagt einem, dass man es haben möchte. Wie gesagt, Peters Problem, sehr lustig. Ich glaube, Peter hat einen rosafarbenen Delfin-Vibrator damals bekommen. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Und ich will jetzt nicht sagen, ich muntere dich auf, das ist bestimmt die beste Hilfe für jemanden, der manisch-depressiv ist. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf? Du. Ach ja, genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Edna das mit dem Aufmunter nicht so ganz drauf Immerhin hat. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Okay. Ich hoffe, es ist okay, dass ich hier das, was die schon ein paar Mal gesagt haben, überspringe. Weil das muss man sicherlich tausendmal anhören. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ja, genau. Ich gib's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Welche Hilfe? Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Ja. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Weil ich sonst auch depressiv werde. Bin ich überzeugt. Ups. Oh, Cocktailkarte. Die nehme ich mit. Barmann, ein Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Okay. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Ihr spielen alle wie Flasche leer.
hier mixt der Barmann seine Drinks? Yummy. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Oh Mann, oh. Ein Becher. Da hat jemand Vorsicht, Frank, drauf gekritzelt. Seltsam. Leer! Da kommen die Münzen rein. Okay. Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. Gut, dann gehen wir mal zurück. Aber hier kriegen wir anscheinend Kaffee her. Und ich habe den Eindruck, dass der Bienenmann früher oder später Kaffee kriegen wird. So. Einen Raum haben wir noch. Einen haben wir noch. Das ist ja dunkel hier. Machen wir mal Licht an. Ah! Überraschung! Huch! What the fuck? Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Na, ihr Appetit haben? Es bricht sich. Appetit happen. Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Wenn du Skorpion bist, dann bin ich Hummer. Jo, dann reden wir mal mit der Petra. Tja. Wer bist du? Mein Name ist Petra. Oh Gott! P. Nein. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Die ist ja furchtbar fröhlich. Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Oh. Was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Im Aufenthaltsraum? Bar? Ach... Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh, der Arme. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Oh ja, ist ja gut. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Oh. Okay, dein Wort reicht mir aus. Der arme Peter, manisch-depressiv und dann so eine Tussi. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Oh. Aber das würde ich nur äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, hm? Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Ja. Mach selber. Okay. Können wir denn hier noch lang gehen?
Oh ja, hier ist auch noch was. Juppie, guck mal das. Juppie. Hallo? Hallo? Feuer! Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich lege es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Ist ja gut. Nur einen kurzen Augenblick lang. Meine Güte. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir, die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst, nur weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Kannst du mal kurz mit dem Telefon... Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Ist nicht so wichtig. Telefoniere ruhig weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Okay, also hier sehen wir schon mal, wozu Aktien führen können. Man kann sich doch nicht mal über die Geburt seines Sohnes freuen. Also, hier Leute. Immer erreichbar sein, mit Aktien handeln. Da führt's. Wobei, ich glaube, dass nicht mehr so wahnsinnig über Telefonie geht, sondern übers Internet. Aber ich bin kein Aktienmensch. Ich kenne mich da so gar nicht aus. Oh ja. Hier ist jetzt der eine Raum, in dem ich wirklich mal den Audiokommentar machen wollte. Weil ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, es ging... Oder reicht es, wenn da Edna das, sich das anschaut? Es ging nämlich tatsächlich um diese Pumuckl-Lampe. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschizo. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Okay, gut, das war's tatsächlich schon, was ich eigentlich meinte. Komm sofort darunter, du hässlicher Kobold! Dein Ungehorsam erbost mich! Ich habe das Bedürfnis, irgendetwas zu zerreißen. Das einzige Licht, das sie bekommen, kommt vom Fernseher. Alle dahin. Okay. Dann. Verschönern wir erstmal alles hier ein bisschen. Geht das auch mit der Lampe? Ich habe eine Idee. Schon wieder die elektrische Zahnspange? Nein, Stifte mit eingebautem Solarium. Wer schreibt denn heute noch per Hand? Oh, eine Menge Leute. Die sind nur eben alle so blass. Ah, hier haben wir noch eine Pflanze. Ihr scheint das Fernsehprogramm zu gefallen. Es ist genau ihr Niveau. Ich will die Pflanze verschönern. Lass das. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Okay, reden wir mal mit dem Typen da. Hallo. Hey, du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Ja, bestimmt. Ich heiße Edna. Angenehm. Ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du da hinten? Ich betreibe Nock-Forschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört. Was bildest du dir ein?
die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert, und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Ja, okay. Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wiegen. Was haben sie nur vor? Okay. Wollen sie etwa insgeheim die Pullkappen schmerzen? Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Okay, ja, vielleicht auch, wir reden gleich noch mit dem weiter. Vielleicht findet hier die Vorstellung der Reptiloide seinen aber Anfang. Aber ich habe zu tun. Ah. Hallo, Professor! Angriff der Flugsaurier! Oh, du bist es nur. Hallo, Edna. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar! Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, Dummerchen. In Detmold Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ich wusste es. Ich wusste es! Of course! Er zückte Dino-Menschen-Breeden in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein. Ja, okay. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man denn Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Okay. Ich schau später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Okay, ja, das waren all unsere Insassen. Das heißt, warte mal, ich kann doch bestimmt noch den Sessel hier. Yeah. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. So. Okay, genau. Das waren unsere Insassen jetzt alle einmal vorgestellt. Nächstes Ziel ist, wir müssen unbedingt ein Ticket für das Wäscheliftsystem kriegen. Das werden wir hinbekommen. Also ich vermute, dass die beste Möglichkeit ist, erstmal hier von dem guten Professor den zu kriegen mit Bernstein. Ich habe schon eine Idee, wie es klappt, beziehungsweise ich erinnere mich dunkel. Wir werden es nächstes Mal ausprobieren. Bis dahin wünsche ich euch... Kommen wir nach vorne. Wunderschöne Tage. Liken, kommentieren, abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Schaut auch doch mal in die anderen Videos vom Heinrich rein. Natürlich ist Conan ganz besonders toll. ja, also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.